Ich mal das Bild da hinten, wenn man so rauskommt aus dem Fenster. Das hängt jetzt zwar nicht da, das denken wir uns, das ist ein weißes Bild. Und das ist die Zukunft hier in diesem Land. Dieses Bild wird momentan angefangen zu malen von vielen verschiedenen Gruppen. Wir müssen wirklich aktiv werden und das machen wir in einem ganz engen Korridor, in Respekt. Wir werden nicht mit allem einverstanden sein. Wir werden aber darauf achten, dass wir niemanden in Misskredit bringen, denn am Ende sind es alles Menschen. Ich war damals Dritter im Gesamtweltcup und habe mir gedacht, naja gut, also warum soll ich jetzt da was ändern? Ich bin doch gut dabei. Aber wenn halt die anderen immer mit weniger Anlauf springen und immer weiter springen, du immer kürzer, dann merkst du, da ist was verkehrt, das funktioniert nicht. Man muss maximal flexibel sein, aber du musst halt quasi auch als Skispringer raus aus dieser Komfortzone, aus diesem Sicherheitsdenken. Ich fand die Veranstaltung toll. Referent war Glaser, der Dieter Thoma kommt sehr authentisch rüber, sehr menschlich, sehr nah. Viele Inputs gebracht. Einfach mal auch dargestellt, wie er aus gewissen Tiefs rausgekommen ist, wie er sich eben an Werte geklammert hat, wie er Unterstützung von seiner Familie bekommen hat. Ich denke auch, dass wir alle viel näher zusammenrücken müssen und der Mittelstand mehr zusammenhalten muss in dieser Zeit. Die BVMW ist der richtige Weg. Sie sehen halt auch, dass man sich verändern muss und wie wir das im Sport halt tagtäglich üben und immer wieder an Grenzen kommen und wir müssen uns immer wieder neu erfinden. Und so ist es halt manchmal auch im Job. Man muss die Ärmel hochkrempeln und muss weitermachen und muss sehen, wie man weiterkommt und nicht stehen bleiben oder resignieren.